Jo Leute, was geht ab und willkommen zum ersten Race Recap des Jahres. Und zwar werden wir ein bisschen reden, was gestern so alles beim Saison Opening los war. Es war auf jeden Fall ein Rennen, wo man sagen kann, ja, der Anfang war spannend und das Ende war spannend. Und ja, viel Drama bei Red Bull und ja, viel Freude bei Ferrari. Lass uns mal starten. Fangen wir mal beim Start an, und zwar war das eigentlich auch ein sehr spannender Moment und ein Schlüsselmoment, weil sich hier Charles Leclerc durchsetzen konnte zu Max Verstappen. Er ist zwar nicht ganz sauber aus der ersten Kurve rausgekommen, aber hat an der richtigen Stelle abgedeckt und konnte sich da beweisen bis zum ersten Boxenstopp. Wenn wir ein bisschen weiter nach hinten gucken, Hamilton hat sich auch verbessern können. Er hat sich Perez schnappen können. Er hat aber dann im Laufe des Rennens diesen Platz leider wieder verloren und konnte ihn leider auch nicht mehr wiederholen. Dahinter Magnussen, einen guten Start, sehr optimal, auch Russell direkt zwei Plätze aufgeholt. Das Problem war halt Bottas, der vom sechsten Platz gestartet ist und wo ich mir eigentlich viel erwartet habe. Der ist leider untergegangen und direkt zurück ins Mittelfeld, also 14. Platz, das war nicht so gut. Wenn wir mal ein bisschen weitergehen, ja, in der ersten Kurve wurde es sehr eng, aber halt dann, ja, das hat sich schnell rauskristallisiert, dass Sainz die Pace nicht mithalten kann von Verstappen und Leclerc. Er hat auch selbst gesagt, er war nicht zufrieden mit dem ganzen Wochenende, hat sich Leclerc besser gefühlt, wohler gefühlt im Auto, und das hat sich dann auch ein bisschen auf der Leistung rauskristallisiert. Wir gehen in die vierte Runde und da ja Mick so gut ein Qualifying 12. Platz hat, sich dann auf den 11. vorgekämpft und dann ja wurde ihn leider ja das Rennen ein bisschen schwieriger gemacht, weil er nur Ocon weggedreht hat. Das ist natürlich nicht schön, er hat auch dafür eine 5 Sekunden Strafe bekommen, aber ja, was soll man sagen, das ist natürlich dumm, wenn sowas passiert und unnötig. Dann ja, kam wieder das Rücküberholmanöver in der 10. Runde, also Hamilton hat einen kleinen Fehler in der ersten Kurve gemacht und ja, die Mercedes sind aktuell echt langsam, was auch die Pace angeht. Da fehlen 8 km/h zu Red Bull und das ist dann halt schon eine Menge auf der Geraden. Dann ging's los, Hamilton hat so ein bisschen die Boxenstopp-Phase, 2-3 Runden früher hat sich Weiß geholt, kam damit gar nicht klar. Dann wurde es noch viel spannender, Runde 16 und 17. Verstappen hat einen Undercut versucht, der hat doch erstmals geglückt und dann kam, glaube ich, so eine Mega-Fight-Szene zwischen den beiden, der ging rundenlang hin und her, einmal Leclerc wieder vorbei, dann wieder Verstappen vorbei, dann Leclerc, ja, gestoppt wurde das leider, weil sich Verstappen in der ersten Kurve hardcore verbremst hat in der 19. Runde und das, ja, hat dann ein bisschen dazu geführt, dass er ein bisschen weniger gemacht hat und ich denke mal, es war kein Bremsblatt mehr so, also das wäre mir zu kurz auf der Bremse, also er war dann noch, die Bilder, ihr seht sie, aber die haben eher schlimmer ausgesehen, als es dann schlussendlich war, würde ich mal sagen. Ein kleiner Schreckmoment auch, wie Sainz in der Box war, also der war auch unmittelbar danach, beim zweiten Mal, sorry, 37. Runde, an der Spitze war es ein 3-Stop-Rennen, also das darf man nicht vergessen und ja, was soll ich sagen, Ocon ist da aus der Box, Albon ist aus der Box rausgekommen und hat das Sainz anscheinend ja übersehen, sich verbremst, whatever, es war echt knapp, gab aber keine Berührung, keine Strafe, kann man wirklich sagen, Glück gehabt. Und ja, was soll ich sagen, der Schlüsselmoment, Runde 46, da wurde eigentlich alles ein bisschen auf den Kopf gestellt, ein Motorschaden, ein brennender AlphaTauri von Pierre Gasly hat eine Safety-Car-Phase ausgelöst und dann ein kleines Tohuwabohu, ein paar sind vorher schon in die Box gefahren, ein paar dann während dem Safety-Car und ja, Leclerc hat dann auch schon vor dem Safety-Car gesagt, die Lenkung geht ein bisschen strenger, der muss ein bisschen mehr tun und hat dann auch gesagt, er hat sich mit dem zweiten Platz zufrieden gegeben, zu dem Moment. Und ja, es kam der Safety-Car, Leclerc kam dann auch in die Box rein und hat sich einen neuen Flügel geholt, war natürlich perfekt, weil durch Safety-Car verlierst du die halbe Zeit, auch durch diese Delta-Zeit, die sie ja bis zum Safety-Car einhalten müssen. Und dahinter, Perez war nochmal in der Box, Sainz war in der Box, also alle vier von der Spitzengruppe, Hamilton war eine Runde vorher noch, Russell war in der Box und haben sich alle frische Reifen geholt. Dann der Restart, der war ein bisschen traurig, also man hat dann gesehen, dass immer wieder das Licht von Verstappen zum Blinken beginnt und man dachte schon, Elektromotor und so weiter und so fort und ja, schlussendlich ist er dann ausgerollt in die Box rein, es hat sich rausgestellt, das würde ich nachher erzählen, weil dann auch in der letzten Runde
In der letzten Runde, in der ersten Kurve, Hamilton hat sich ein bisschen dran gearbeitet an Perez und man dachte vielleicht, gab es einen Dreher in der ersten Kurve von Perez und da dachte man, vielleicht ein kleiner Fahrfehler, aber wie er sich dann nicht mehr bewegt hat. Ich kann auch bis jetzt nicht verstehen, warum es da kein VSC gab. Das Auto ist in der ersten Kurve gestanden, das ist nicht mehr weitergefahren und warum es da kein VSC gab, nur gelbe Fahne und so. Ich meine, man konnte es sehen, aber trotzdem, das ist sehr gefährlich. Ich weiß nicht genau. Also, da gab es direkt Safety Car für Gasly, der ja fast bei der Auslaufzone gestanden ist. Und ja, ich meine, natürlich, sobald Fahrer auf die Strecke, Leute auf die Strecke müssen, um das Auto zu bergen, muss VSC oder Safety Car kommen. Und ich denke mal auch, dass sich das neue Team, diese neuen Leute, die das Ganze entscheiden, die Stewards, noch ein bisschen eingrooven müssen, was das bedeutet. Und ja. Wie gesagt, er ist dann stehen geblieben. Er hat sich herausgestellt, dass beide das gleiche Problem hatten. Es kam kein Benzin mehr vom Tank in den Motor. Und deswegen ja, fuhren die Autos dann leer gefühlt und sind dann einfach stehen geblieben. Also die Autos haben dann abrupt gebremst, weil der Benzin aus war und haben dann abgestellt. Das war natürlich nicht schön. Beide Doppelausfall für Red Bull. Die großen Gewinner sind eigentlich alle, aber in erster Linie mal die Mercedes, weil die direkt dahinter waren. Die waren auf 4 und 5 und jetzt haben sie dann, nein, Blödsinn, die waren auf die waren auf 5 und 6 und durch diesen Ausfall waren sie dann auf, nein! Doch, auf 5 und 6 waren sie, jetzt bin ich es. Und dann waren sie auf 3 und 4 und das war natürlich ein Riesengewinn für die. Also man dachte nicht, dass ein Mercedes auf dem Podium stehen wird, um ehrlich zu sein. Natürlich der große, strahlende Sieger und der weiß auch, dass ein Auto da ist. Und ich bin sehr froh drüber, weil ich meine, die Ferrari waren echt lange Zeit in der Versenkung verschwunden. Ich würde sagen, ja, nach Vettel 2017, 18, 19 vielleicht sogar, kam nichts mehr von denen und ich freue mich, diese Hymne alleine, diese Freude der Tifosis, das ist einfach ein anderes Feeling, ich freue mich da wirklich drüber. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Das Klassement gucken wir uns hier nochmal an und zwar, ja, Sainz, Leclerc, Hamilton, Russell, wie gesagt, mega Leistung. Sehr überrascht auch Kevin Magnussen, der Haas auf dem 5. Platz. Ich fühle mich wie im Jahr 2016, wie sie gekommen sind, Australien. War ja auch so ein tolles Auftaktrennen und dann ging es leider immer wieder bergab. Auch ein bisschen traurig, wenn man nachdenkt. Mazepin, ich meine, der hat da letztes Jahr, ja, ich will nicht sagen gearbeitet, aber er hat sein Bestes gegeben, um das Team weiter nach vorne zu bringen. Und jetzt sind sie konkurrenzfähiger und das ist halt cool für die. Ocon. Die Alpine noch nicht so, wo sie sein wollten. Bottas natürlich noch. Auch toll, trotzdem Schadensbegrenzung. Sechster Platz. Ocon, Tsunoda, Alonso 9. Ja, hat auch, glaube ich, ein paar Probleme. Aber trotzdem immer noch 2 Punkte. Joe auf dem 10. Platz. Erstes Rennen, erster Punkt. Toll, also kann weitergehen. Mick auch Schadensbegrenzung. 12. Platz, 11. ins Ziel gekommen. Also besser geht's fast nicht mehr. Ich meine, ohne den Dreher wäre es vielleicht noch besser gegangen. Stroll, Albon. Ja, Albon hat echt sein Bestes gegeben. Der hat diesen Alpine, glaube ich, alles. Das dürfte ihm alles abverlangt haben. Ricardo, Norris, die McLaren generell ein bisschen enttäuschen. Also die waren echt so schlecht miteinander. Es gab nur ein Team, was noch ein Ticken schlechter war und das waren leider die Aston Martin. Also nein, wir haben dann natürlich noch Latifi auf 16, aber Hülkenberg und, nein, nur Hülkenberg ist, nein, 17, ja doch, Hülkenberg. Hülkenberg auf dem 17. Platz ist natürlich scheiße gelaufen, muss man echt sagen, dass da nichts mehr ging. Tut mir echt leid für die. Ich werde keine Noten vergeben, obwohl, wir geben Noten für die Top 10, weil dahinter ist natürlich auch immer so eine Sache. Für mich bekommt der 10. Platz, Joe, also, für das, ja, dass er eigentlich das erste Rennen gefahren ist und sein Debüt gab und direkt einen Punkt geholt hat und auch an sich so gut und fair gefightet hat, würde ich sagen, eine 1. Also es war schon ein sehr schwieriges Rennen und trotzdem sehr gut gehalten. Alonso eine 2. Ich weiß nicht, ob das Auto schuld war oder ob teilweise auch ja eine falsche Strategie oder so. Fakt ist auf jeden Fall, ohne die Ausfälle der beiden Red Bull in den letzten Runden wären die ja nicht in den Punkten gelandet. Und auch so, ich meine, ich denke, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass er alles gegeben hat. Aber ich glaube, da wäre noch mehr drin gewesen. Auch Tsunoda, tolles Rennen. Der ist auch von außerhalb der Top 10 gestartet. Eine 1. Ocon, ja, eine 3, muss ich echt zugeben. So ein Fehler darf ja nicht passieren nach so vielen Jahren. Und auch so, jein, also ich meine, nein, ich sage eine 3. Bottas, eine 2, sehr solide.
dummer Start, trotzdem dann alles richtig gemacht, wieder sich zurückgekämpft. Magnussen, eine 1, tolles Rennen, fehlerfrei und er hat auch echt fair gefettet, also wenn man den Magnussen von damals noch kennt, echt faires Rennen gefahren. Russell, 1, von 9 auf 4, ich meine, er hat natürlich profitiert von Ausfällen, aber trotzdem auch gleich ein Pornostart und so weiter. Hamilton, eine 2, ich weiß nicht, also war nicht sein Rennen, auch mit dem Fehler und so weiter, hätte besser sein können. Sainz auch eine 2, gutes, solides Rennen, wenn auch nicht mit der Spitze mithalten konnte, war er immer auf Podiumskurs und nie irgendwie von Perez oder Hamilton, ja von Hamilton am Anfang, auch von Perez teilweise, aber er musste sich nie richtig verteidigen, er hat eine strong Pace drauf trotzdem, Leclerc 1, 10 von 10, also wirklich, der hat alles gegeben, mega Leistung. Was sagt ihr zum ganzen Rennen? Schreibt es gerne in den Kommentaren, abonniert gerne den Channel kostenlos und lasst gerne einen Daumen oben da. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und tschüss.